Hallöchen Leute, willkommen zum 38. Part meines Let's Plays oder Let's Duttons Splatoon Online. Ich bin Davy und ich will euch natürlich ganz herzlich zurück begrüßen. Es wird Zeit für die Standardkämpfe. Na, der Pongasius Skatepark lässt sich grüßen mal wieder in unserem Splat Let's Tatteln. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es besser läuft wie letzte Woche, weil letzte Woche war es hier eine pure Katastrophe. Aber es gibt Schlimmeres natürlich. Erstmal machen wir hier voll die Soße, weil das muss ja ehrlich gesagt sein. Die Rakete muss ja gleich auch wieder geladen werden, weil sie ist dick in der Hose, fast bereit. Aber mal schauen, wie es jetzt laufen wird. So, Rakete ready to go. Ich mache sie erstmal in die Mitte rein. Und hoffentlich nehme ich jemanden mit. Yes, ich nehme jemanden mit. So. So, und ab. Hast du wohl gedacht, hä? So, dich habe ich. Schotter. So, mal gucken, kommen die von der anderen Seite. Aber wo sind sie? Alles klar, die sind da oben. Ich verstehe. Wupp. Da ist einer. Wo ist er? What fucking shit! What the fuck, ey? Meine Güte, das kam ja mal wirklich plötzlich. Aus dem Nichts. Also da war ich wirklich gerade unvorbereitet. Meine Güte, das war ja echt heavy. Oh mein Gott, ey. Hola die Walfe. So, Rakete ist wenigstens startklar, dass ich sie in die Mitte abballer. Oh, mal schauen, wie es jetzt da abläuft. Alles klar. Oh, fuck, ey. What the fuck? Gamisure. Ja, und Gamisu heißt auf Griechisch ganz einfach fuck you. Wenn ich es mal so auf Deutsch mal über oder auf Englisch mal übersetzen tue. Weil das deutsche Wort will ich natürlich nicht benutzen. Das hört sich ja so blöd an. So, Rakete. Habe ich mir fast gedacht. Alter, das gibt's doch echt nicht. Meine Güte. Ja, jetzt nutz wenigstens dein Horn gescheit. So, dich nehme ich mit, als Revanche mal. Meine Güte. So, kriege ich hier noch was voll? Gut, jetzt gehe ich mal hier hoch. Komm, mach mir hier mal voll. So, sehr gut. Das kann mal überraschen, ne? Boing. So, den habe ich auch mitgenommen. Wunderbar. Hol mir wenigstens die Mitte mal zurück, dass es ein ordentlicher Sieg jetzt wird hier. Das darf ja nicht wahr sein. Oh, komm. Noch ein paar Punkte, Kadern. Boah, das ist doch jetzt mal ordentlicher Sieg. So richtig das Spiel rumgedreht. Wunderbar. Das würde ich mal sagen. Gnadelos. Gradios. Gradio. Ja, da bin ich mal Platz Nummer uno. Ja, kann man sich doch mal sehen lassen, oder Leute, was meint ihr? So, kommen wir zum zweiten Standardkampf. Ich würde sagen, beim Blauflossen-Depot tun wir auch ganz locker durch die Hose atmen. Dass es hier schön spritzig wieder wird. Schön den Schlitz aufmachen und abfeuern! Oh je, die kommen schon von da. Oh je, oh je. Oh, mal Tinte laden. Alles klar, von da versucht das. Okay. Jetzt gucke ich mal, von wo der kommen mag. Okay, der will zu mir kommen. Da lasse ich den doch mal hochkommen. So, oder ich mach mal den hier. Wupp. So, ich warte mal. Ich weiß nämlich nicht. Da ist er. Oh fuck! Wack! Kacke! Von hinten, ey! Von hinten, der Babsack! Von hinten! Die kleine Drecksau!
So, und jetzt hatte ich eine volle Rakete und durfte wieder meine Hose nicht entladen. Das ist doch unfassbar. Meine Güte. Ja, immer dieser erwachsene Witz, ich weiß. Wow! Das war mal holla die Waldfee knapp. So, gut, Rakete. Boing, hierhin. Ich will mir die Mühe mal ersparen. Vielleicht nehme ich jemanden mit, wo ich hier rumeiert. Aber anscheinend nicht. Gut, alles klar. Dann habe ich hier eine Möglichkeit, noch hochzukommen. Dann gehe ich natürlich auch hier hoch. Und lass mich mal überraschen, wer hier sein mag. Niemand. Das ist doch mal wunderbar. Das ist doch schön. Hier die komplette Brühe schon mal verteilen. Weil die auf der anderen Seite sind, die Trottel. Oh, jetzt mache ich hier mal einfach alles zu. Das heißt, ich kann mich jetzt hier verstecken. Guck mal, da ist er. Der kommt jetzt. Uah! Mein lieber Scholli, da hast du so gut gezielt, ey. Sehr gut gezielt. Mein lieber Scholli, das kam jetzt gerade echt kacke für mich an. What the fuck, was geht hier ab, ey? Das ist ja echt traurig. So. Was? Was denn? Der war schon down! Was sind das für eine Rotz, bitte? Verarsche pur? Ohne Scheiß? Kotz? Das gibt's doch nicht. Den hab ich schon wieder down gemacht. Warum? Wie kann der mich... Ey, heute ist oder irgendwas mit der Internetleitung oder ich weiß es nicht. Weil das ist ja echt unfassbar. Guck dir das an! Jetzt müssen wir ein Bild von mir haben, wie dick ich meine Backe mache. Auch wenn wir gewonnen haben, total explodieren. Ja. Das war eine Katastrophe. Naja. Naja, gibt Schlimmeres im Leben. Gut, dann gehen wir natürlich jetzt zu den grandiosen und hoffentlich guten Revierkämpfen. Natürlich Rangkampf meine ich. Meine Güte, ich bin heute wieder so verballert. Boah, Insel Nautilus! Lässt Grüße natürlich, ganz einfach und flockig. Werden wir diesen Rangkampf jetzt meistern, weil ich habe die Schnauze voll. Ich will wieder zu Rang B+, bitte. Und ich verstehe nicht, warum sind bei uns Rang B+, Mitglieder da. Wenn ich auf Rang B+, hoch bin, habe ich voll die grandiosen und kranken Typen hier gehabt. Warum ist es bei den anderen nicht so? Oh, ich ziehe jetzt ab. So, gut. Mal schauen, okay, da kommt niemand, alles klar. Ich mache hier mal alles klar, dass ich eine Rakete habe. Oh, erstmal hier Start klar machen. Ich brauche nicht mehr viel. Dann kann ich die Rakete losschicken, wenn es sein muss. So, gut. Schön wieder vollspritzen hier, dass unsere Zeit runterläuft. So, okay, die anderen versuchen es von hier oben natürlich. What the fuck? Ha, hast du wohl gedacht. So, sehr gut. Down. Down. Das wird ein Knockout-Sieg, aber von der feinsten englischen Art. Jetzt könnt ihr mal kreuzweise. So, ich verstecke mich jetzt hier. So, 25, 22. Das läuft doch schon mal gut. Super. Ich muss Rakete ab. Okay. Musste ich nicht viel machen. Rakete war ja schon startklar. Hätte eh wieder alles voll gemacht. Ein schöner Knockout-Sieg von der feinsten englischen Art. Einmal auf der rechten Pobacke, einmal auf der linken Pobacke und die Muschi zeigt einen Knockout-Sieg grandios an. 2600 Punkte für uns und ich habe keinen Kill gemacht. Ha, ist ja lustig. Wir sind ja Peter lustig heute. 10 Pluspunkte. Ja, Rang B+ kommt wieder näher, immer näher. Mal schauen, ob wir A irgendwann mal erreichen tun in diesem Spiel. Aber wird schwer. Yeah, Makrelenbrücke.
Nee, aber das ist auch noch ein Rangherrschaft, wo ich marken tue, weil sie eigentlich einfach ist, weil sie nur ein Gebiet da ist. Weil bei der neuen Map muss ich eins sagen, was mich ankotzt, ist wirklich, wenn es zwei Gebiete sind und dann noch so unübersichtliche Gebiete kommen auch noch dazu. Aber es sieht schon mal gut aus. Ich habe das gleiche Team am Start, wie gerade eben. Gut, machen wir mal hier drüben, dass wir alles startklar machen. Ja. Wow, fuck, ey! Ja, okay, ich muss eine Rakete vorladen, das wäre gut. Ich will eine Rakete haben. Ja, das war mir klar, dass die Gegnerische jetzt in Herrschaft gehen. So, sehr gut, Ziel angehalten. So, ein bisschen jetzt mal retten. So, Herrschaft für uns. Wunderbar. So, gut. Scheiße. Uah, von hinten. Uah. Okay, von oben sind sie. So. Gut, die Zeit läuft für uns. So. Uah, du Drecksau. Schade. Ah, schade. Ja, Rakete. Ah, scheiße. Unsere Zeit wurde wieder angehalten, wie ich sehe. Verdammt. So, aber ich habe vielleicht eine Rakete gleich. So wie Sau sieht. Und die ist wunderbar. So, okay. Da ist einer. Ich habe ihn gesehen. Schaffe ich es zu retten? So, wo sind die? So, gut. Ich habe schon wieder keinen Kill gemacht. Deswegen mache ich jetzt mal hier meine Rakete hin. Was ich mal. Sehr schön. Ein Kill habe ich wenigstens. Zwei Kills habe ich. Grandios. Grandios. Und es ist wieder ein schöner Knockout-Sieg. Wunderbar. Die Muschi sagt, wir gewinnen. Das war doch wunderbar. Das läuft doch wie geschmiert, ey. Mein lieber Scholli. Das war doch mal wunderbar. So, Leute, das war's mit Splatoon diese Woche. Schön. Schön, schön. Ich kann mich nicht beklagen. Zwei Siege im Rangkampf ist doch wunderbar. Und ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.